Hallo, ich bin's, Fissen aus Berlin. Hallöchen. Also, es ist jetzt wieder dunkler geworden und ja, ich kriege immer mehr so Lust auf was Süßes. Das ist immer so in dieser Jahreszeit. Ich habe da ständig irgendwie Appetit auf Süßigkeiten und süße Sachen. Und ich habe es heute schon gemerkt, am Potsdamer Platz wird ein Markt für gebrannte Mandeln aufmachen und da habe ich schon richtig Lust bekommen darauf. Ja, und deshalb mache ich Muffins. Die sind angelehnt an Attila Hildmanns Funky Monkey Muffins von seinem Buch Wing of Youth. Hier. Die werde ich machen, aber ich wandle sie ab. Ich mache sie ohne Fett und ja, und mache sie mit Äpfeln. Und ja, Äpfeln statt Pekannüssen. Ja, genau. Okay, dann fange ich mal an. Also, gebraucht werden 2 Bananen. Im Gegensatz zu Attilas Buch, der schneidet die nämlich klein in Würfel und packt sie in den Teig. Werde ich das hier mixen und als Ersatz für das Öl benutzen. So, stattdessen nehme ich 2 Äpfel, die schneide ich klein und die kommen dann sozusagen als die Bananenstücke rein. Jo, dann benötigen wir 200 Gramm Buchweizenmehl. Habe ich noch eine Packung, die noch nicht angegriffen ist. Und hier noch so ein Rest will ich benutzen. Ja, dann brauchen wir noch eine Prise Salz. Jutsalz bei Attila, bei mir ist es normales Salz. Zimt, da, 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 ein Teelöffel, da nehme ich auf jeden Fall mehr. Ich mag Zimt. Und dann noch Backpulver von Rheinweinstein. Ja, das ist phosphatfrei und glutenfrei. Ja, was brauchen wir noch? Pekannüsse kommen nicht rein, sind in seinem ursprünglichen Rezept und Muffinförmchen. Also die hier erstmal, falls es nicht reichen sollte, noch die hier mit lustigen Tierfiguren. Okay. Ja, dann starten wir mal. Mit den Bananen. Hier. Das kommt für den Teig nachher. Jetzt werden die Bananen erstmal klein geschnippelt. Gemixt. Ein Messer. Ups, ging einfach. Weg damit. Ende gegessen. Rein damit. Nächster Part. Tschüss. Einmal geschält. Weg damit. Auch. Ah, übrigens. Fairtrade Bio. Schneid, 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 schneid. Rein damit. Zack. 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 So, und jetzt wird es laut, weil es gemixt wird. Okay, jetzt geht's weiter. Die Bananen sind gemixt. Jetzt, was brauchen wir? 200 Gramm Buchweizenmehl. Dum, dum, dum. Die Bananen bleiben erstmal gemixt, wo sie sind. Die Waage geht nicht. Was ist denn jetzt mit der Waage los? Dann auf Gramm.
OSZ ist jetzt die Einstellung. Ah, weg damit. Machen wir es mit was anderem. Damit kann man auch abmessen. 200 Gramm. Ja. Okidoki. Okay. Ist nicht mehr ganz gut. Wird entsorgt. Könnte ein bisschen lange drin gehen. Nehmen wir halt das Neue. Das kommt davon, wenn man Mehl nicht so lange nutzt. Okay. 200 Gramm. Ups, das sind schon mehr. Das sind nur 300 Gramm. Oh mein Gott. Wird doch schon nach dem Brot. Ja, das ist okay. Einmal drei. Backpulver. Backpulver. Dafür brauchen wir kein Messbecher, sondern einen Löffel. So, 2,5 Teelöffel genau. Einmal. Zweimal. Und noch einen halben. Und schön umrühren. Dann noch eine Prise Salz. Die Prise Salz. Yes. Da ist die Prise gewesen. Jetzt brauchen wir Zimt. Und ich nehme nicht nur ein Teelöffel Zimt, sondern zwei. Ich liebe Zimt. Dieser Geruch von Zimt. Das ist das Schönste, was es gibt. Zimt ist das Schönste, was es gibt. So, Bananenschalen entsorge ich auch mal schnell. Yes, und dann geht's jetzt weiter mit. Also, wir haben Buchweizenmehl, jodiertes Meersalz, Zimt haben wir. Wir haben Backpulver, das sind also die trockenen Geschichten. Jetzt kommt das Flüssige einerlei. Und zwar, yes, 170 Gramm Hafermilch eigentlich. Ich habe Reismilch und ich nehme ein bisschen mehr, weil wir ja kein Fett haben. Ich nehme mal 200. Und werde das tipp. Einrühren. Yes! Yes! Einmal eingerührt. Ging schnell. Hier ist noch ganz viel Mehl. Ganz viel Mehl. Ganz viel Mehl. Was ist noch nicht eingerührt? Ach, 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 ist das schön, ist das schön, ist das schön. Lalala, lalala, lalala. So. Okay, jetzt kommen die Bananas. Ah, ich habe eine Idee. Ich mache da noch Kakao rein. Yes, Kakao. Kakao, wo bist du? Hier. Und zwar, wenn es schön, schön schokoladig wird, darauf habe ich irgendwie komischerweise noch ein bisschen auch so ein Appetize. Ein Teelöffel mache ich mal da rein. Ich sag's ja, die kalte Jahreszeit. Das ist einfach zu dunkel. Vielleicht mal so eine Gelüste. Schön eingerührt. Entölter Kakao, damit schön fettarm ist.
Aber trotzdem Schokolade schmeckt. Schaut mal, wie toll der Teig ist. Sieht gut aus, ne? Ja, jetzt machen wir aber die Bananen rein. Ab damit. Mit dem Löffel hier als Musik. Das macht den Teig schön locker. Lecker, locker, lecker, locker. Lecker, lecker. Lecker. So. Und dann wieder umrühren. Das ist wie so Eigelb. Das macht es ganz luftig und locker. Banane. Oh, ist das schön. So, jetzt kommt das allerbeste. Apfelsüße. Jo. Machen wir mal einfach so Pi mal Daumen. Weil das Gerät jetzt nicht geht. 55 Gramm sollen es sein. Da sind 300 Gramm dran. Also kann noch ein bisschen rein. Das ist übrigens Reissirup. Eigentlich sollte da Apfelsüße rein. Aber ich wandle es um, weil ich jetzt momentan nur Reissirup da habe. Ich meine, Apfelsüße kommt durch die Äpfel, die wir reinschnippeln werden. Na? Das will nicht. Jetzt. Oh, das war der letzte Rest. Oh. So. Das reicht. Ganz so süß muss er jetzt auch nicht werden. Hände waschen. So, jetzt werde ich dich ja noch klein schnippeln. Okay, die Äpfel sind klein geschnitten. Ungefähr solche Stückchen hier. Und die kommen jetzt in den Teig. Das wird nicht mehr gebraucht. Dann nochmal schön umrühren. Ja. Mal sehen, wie der Teig schmeckt. Schmeckt jetzt schon gut. Jo, und dann kommt es in diese Silikonförmchen rein. Ich fülle das mal rein. Und das Ganze muss dann backen. 15 bis 17 Minuten mittlere Schiene bei 180 Grad Umluft. Muss man vorher heizen. Habe ich noch nicht gemacht. Fülle das erstmal hier alles auf und dann backe ich sie. Und ihr seht nachher, wie es ausschaut. Okay, ja, jetzt sind sie fertig. Sieht doch lecker aus. Die sind ein bisschen zu lange im Backofen geblieben, aber die schmecken trotzdem. Jetzt werde ich da mal abbeißen. Sehr warm, aber schmecken trotzdem. Lecker. Gehe jetzt zum Tanzen. Was mache ich danach? Ich gönne mir einen. Okay. Ich danke wieder fürs Zuschauen. Hat echt Spaß gemacht, diese ganze Bäckerei. Ich hoffe, ihr macht das mal nach. Könnt ihr mal mitteilen, wie es euch geschmeckt hat, ob es auch so lecker war. Und dann bitte ich euch mal
irgendwas reinzuschreiben unter die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Und vielleicht abonniert ihr auch meinen Kanal, damit ihr nichts verpasst, ne? Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal.